Eigentlich braucht man für so eine Aufgabe kein Tutorial, aber falls du Angst hast, dass es Arbeit macht, schau zu, in 2 Minuten ist es erledigt. Einfach mit einem Schraubenzieher diese Klammer lösen und schon kannst du den Dämpfer abziehen. Dasselbe machst du dann auch unten. Den neuen Dämpfer einfach andrücken. Darauf achten, dass ihr ihn richtig rum verbaut. Je nach Bauart ist manchmal das dicke Teil oben oder unten. Einfach so wieder einbauen, wie man vorher das Teil ausgebaut hat. Schon funktioniert es wieder einwandfrei.